Zu einem neuen Let's Play und moin moin liebe Leute, beziehungsweise heute mal ein Let's Show. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon kennt oder sowas, aber wolltet ihr schon mal über YouTube Snake spielen? Dann würde ich mal sagen, schaut jetzt mal genau zu, denn das funktioniert tatsächlich und ich werde jetzt euch mal zeigen, wie es geht. Wie ihr seht, bin ich hier gerade auf meinem Kanal, beziehungsweise meinem Videomanager und es geht mit jedem Video. Ich klicke jetzt einfach mal dieses Video an. Und es ist wichtig, dass bei 0 Sekunden auf Pause gedrückt wird. Dann könnt ihr mit den Pfeiltasten nach links und nach rechts so ein bisschen rumeiern, ein bisschen versuchen. Und wenn der Ladekreis kommt, drückt ihr dann eben die Pfeiltaste nach oben. Und dann sollte eigentlich irgendwann Snake starten. So, ich versuche das eben gleich nochmal, dass es irgendwie nochmal anfängt. Da ist Snake. Jawohl. Also einfach die Taste nach links nehmen. Na, jetzt kriege ich aber das Ding nicht. Hallo. Einfach die Pfeiltaste nach links und dann, wenn der Ladekreis da ist, die Pfeiltaste nach oben. Und schon könnt ihr Snake bei YouTube spielen. So, wollen wir mal gucken, wie weit ich komme, wie weit ich es schaffe. Oh, ich bin so ein... Oh, ich bin hier schon so ein Noob. So, wollen wir mal schauen. Das habe ich auch tatsächlich... Noch nicht mal durch Zufall, noch nicht mal ich habe es herausgefunden. Eigentlich hat das nur ein... Typ bei Facebook mal gepostet gehabt und ich habe mir gedacht, ja, super, zeigst du doch mal, wie es funktioniert, zeigst du doch mal, wie es geht, dann dadurch mit einem Let's Play, beziehungsweise Let's Show, wie das ja jetzt ist, weil man da ja nicht so viel playen kann, aber man kann immerhin zeigen, oh, und das war schon, ja. So kann man auf jeden Fall Snake bei YouTube spielen. Es war jetzt nur ein kleines Let's Show. Wenn es euch dennoch irgendwie ein bisschen gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es trotzdem irgendwie zu kurz war oder einfach zu beschissen war, weil es euch einfach komplett nicht interessiert hat, dann Daumen nach unten. Und die Kritik nicht vergessen. Und ich habe noch andere, bessere Videos, deswegen abonnieren wäre nicht schlecht.